Hallo Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf diesem Kanal. Und zwar habe ich mir überlegt, mache ich mal ein Einzel-Let's Play von Minecraft selber. Jetzt, wo ich so viel Adventure Maps gespielt habe, was Minecraft angeht, spiele ich immer noch, macht mir auch Spaß, aber ich habe auch mal wieder Bock, ein bisschen was zu machen, was normal Minecraft ist. Und da habe ich mir gedacht, machst du ein normales Let's Play, aber ein bisschen unterscheiden von dem meisten will ich mich ja auch, deswegen habe ich mir so ein paar Sonderregeln überlegt, sage ich jetzt mal. Aber, also so großartige Trennungen von normalen Let's Plays gibt es da natürlich nicht. Wir erstellen jetzt erstmal eine neue Welt. Darauf werden wir halt spielen. Wie nenne ich die jetzt mal? Wie nenne ich die Welt? Toll. Let's Play, was ist das für ein geiler Name, ne? Gehen wir mal Hardcore dahinter, jetzt wisst ihr auch, was los ist. Wir spielen nämlich Hardcore dieses Let's Play geht so lange, bis wir einmal gestorben sind in der Hardcore-Welt. Das heißt, es kann unendlich gehen oder 2 Sekunden. Ja, oder halt eine Zeitspanne dazwischen. Weitere Weltoptionen. Bauwerke generieren natürlich an. Welttyp habe ich mir überlegt, machen wir große Biome. Cheats erlauben natürlich aus. Das ist im Hardcore, glaube ich, so. Bonustruhe auch aus, weil es nicht geht im Hardcore, fällt mir gerade auf. Zieht, das ist Startwert, lassen wir jetzt einfach weg. Ja, dann lass uns direkt mal loslegen, ne? Würde ich sagen. Nicht lange rumlabern, einfach ab ins neue Let's Play. 5, 4, 3, 2, 1. Los! Ja, jetzt muss er gar. Wow. Ich spawn im Hardcore immer im Wald. So. Jetzt muss ich mal ein bisschen schneller schalten, nachher wird hier bald schon wieder Nacht. Die Herzen sehen auch so geil aus. Wir spielen hier auf der Version 1.3.2 mit dem Texture Pack von der lieben Honeyball, MK Working ist es. Und ich muss mir jetzt ganz schnell was zu essen besorgen, weil das ist das, ich glaube, das ist sogar wichtiger am Anfang als Holz. Und wir müssen uns bis zum Nacht so einen kleinen Schafe gefunden haben, wenn auch nicht schlecht. Aber findet man ja im Wald relativ häufig, aber erstmal hier ein bisschen für unsere nachhaltige Überlebenschance einen kleinen Guten zu tun. Und das war gerade so unlogisch, aber egal. Also, was ich gelabert habe. Da ist noch ein Schweinchen, das holen wir uns auch gleich nochmal. Ich bin total verwirrt wegen meinem neuen Aufnahmeprogramm. Jetzt zeigt es mir die Frames nicht an. Das ist so ein kleiner Nachteil. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie einstellen kann. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Und das frisst sehr viel Speicher, aber keine Terabyte Festplatte, also. Nur falls lösche ich halt die Folgen, wenn es dann zu voll wird. So, jetzt haben wir erstmal was zu essen. Das ist schon mal die halbe Miete und jetzt brauchen wir ganz schnell irgendwie Holz. Ja, wir gucken direkt mal auf die Karte. Ja, eine große Biome, ne? Das heißt, ich glaube, ich weiß, wo wir am Anfang so ein bisschen sein werden. Stell dir mal vor, wir werden auf dem Ozean gespawnt. Hätten wir so ein kleines Problem gehabt. Ein kleines, großes. So, wir hacken jetzt erstmal ein bisschen Holz. Was ich auch zum ersten Mal tue jetzt hier überhaupt. Habe ich noch nie gemacht. Ich fühle mich so cool dabei, wenn ich Holz abhaue mit dem Fleisch. Da geht das Fleisch auch normalerweise gar nicht kaputt von. Nee. Wenn man Fleisch gegen Baumstamm reibt, dann geht das Holz kaputt, nicht das Fleisch. Und man kann es danach noch essen. Ohne irgendwie Holzsplitter im Mund zu haben. So, ist auch im echten Leben so bei mir. Muss man schon sagen. Ja, so ist es. Hui. Jetzt haben wir schon 12. Da können wir uns aber auch noch nicht so viel mit leisten. Ach ja, hier. Ich glaube, wir brauchen so 30 Stück sind übertrieben, hört sich jetzt wirklich übertrieben an. Ich glaube aber 30 Stück wären schon ein guter Anfang. Wir können uns jetzt auch natürlich eine Axt machen. Das machen wir jetzt auch mal ganz kurz. Ah, komm, den schlagen wir noch weg. Wir haben gerade live mag ich. Alter, wir können Crow craften. Da
ist er, die Axt, die Holzaxt. Ein bisschen beeilen, vielleicht müssen wir uns ja, warte, ich nehme die mal kurz mit. Wir müssen jetzt in eine Richtung ziehen, bis wir Schafe finden und ein bisschen beeilen, aber sprinten sollte ich dabei nicht. Muss ja auch ein bisschen taktisch folgen, weil jetzt ist die kritische Phase. Jetzt können wir angegriffen werden. Wenn wir jetzt sterben, Alter, dann ist das längste Display, was ihr auf YouTube irgendwie gegeben hat. Kühe, meine ich. Ein Schwert sollte ich mir vielleicht auch nochmal machen. Wäre, glaube ich, eine gute Variante gegen Zombies und auch gegen... Und jetzt kann ich mir Leder holen. Das heißt, ich kann mir schon mal eine Lederrüstung machen. Das mache ich eigentlich selten, aber es ist schon mal sehr wichtig. Ja, die Kuh kann sich nicht wehren. Wie viele Leder haben wir? 3. Oh, ist ja echt famos. Ja, 3 Leder. Wir brauchen mindestens 4 für so Schuhe, ne? Na gut, suchen wir weiter Tiere. Wir haben ja noch keinen festen Platz, wo wir wohnen. Das ist das Geile. Nee. Da gehen wir jetzt nicht lang. Da überall Höhlen, das mag ich nicht. Ah! Oh, ich dachte gleich am Creeper. Jetzt kommen wir in höhlige Gebiete. Ah, da hinten hört das Schneebiom auf. Vorsichtig. Ist das ein Dschungel? Das wäre ja geil. Schweinchen. Also, zu wenig Essen haben wir nicht. Wir brauchen aber eine Hütte und vor allem Kohle, BZW, was damit wir überleben, wenn gleich Nacht ist. Weil der Tag schreitet schon voran. Und die ersten Tage sind die schlimmsten. Das habe ich schon erwähnt, aber ich sage es genau mal, weil es so wichtig ist. Komm, jetzt nicht wirklich ein Dschungel, oder? Alter. Und dann auch noch so ein Riesendschungel bestimmt. Wir haben einen See, das heißt, wir haben vielleicht... Was ist da? Na, das ist aber nur ein Riesensee. Und hier ist überall Dschungel und überall... Ja, ist die Frage. Dschungel? Oder das? Schafe sind ja mehr ein Schneebiom, ne? Ich frage mich, ob wir hier unsere Hütte hier vielleicht aufbauen sollen. Irgendwie am See und so, das ist ja schon ganz schön, ganz fein. Aber dann eher im Dschungelteil, würde ich sagen, ne? Kuh! Dann können wir uns irgendeine Lederrüstung machen. Mein Schwert ist kaputt. Alter, will ich doch verarschen. Kuh, bleib hier. Oh, Fleisch bleib hier. So, ich muss mir jetzt erstmal irgendwie was aufbauen jetzt. Erstmal was essen. Scheiße. Ja, ich muss erstmal das Essen jetzt sichern kurz. Wir gehen doch lieber auf die andere Seite, habe ich gerade beschlossen. Und zwar mit ein bisschen Beeilung, weil im Hardcore-Modus kann man ja vom Essen komplett sterben, ne? Jetzt überlege, ob ich jetzt gleich ein Schmauserchen habe. Ein Schmauserchen, Ich beginne jetzt dahin und spawn den Stein an, damit wir uns als allererstes erstmal einen Ofen machen. Damit wir uns... Schafe! Das war sicher, das war wichtig. Gut, okay, alles klar. So langsam wird das doch hier, aber erstmal brauchen wir jetzt den Ofen, das ist doch wichtiger. Kohle haben wir auch schon gefunden. Crafting Box. So, Stickies. Yeah. Müssen wir jetzt das Holz machen, ne? Scheiße, Bullshit. Das ist noch ein Schaf. Ja, ich habe 3 Schafe schon gesehen jetzt. 4, 5, oh, wir haben genug Schafe. Das ist gut. Jetzt kommen wir jetzt auch schlafen. Oh, das ist wichtig für unser Überleben. Glaubt mir das mal. Und jetzt müssen wir ganz schnell achten. Oh, wie mich erschrocken. Alter, komm mir selber. 8 Steine, schnell. Alter, komm. Jetzt müssen wir ganz schnell einen Ofen bauen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell klappt. Bevor wir uns aber das Haus bauen. Kohle. Kohle können wir uns auch mal bauen mit Holzspitzhacke. War das nicht so? Ja. Kommt die dritte noch schnell, weil dich. Bevor ich denke mal, dieses ist so ein Enderman. Hallo, da war doch eine dritte Kohle. Komm, das kann man denken, dass das ein Enderman ist, ne? Vor allem, weil die Musik so dröhnt. Ja, die dröhnen ganz schön. Soll ich die mal leiser machen? Weiß ich noch gar nicht. Erstmal auf jeden Fall Rindfleisch. Und ich muss mich jetzt... Los, komm. So, was wollte ich jetzt? Ach ja. Machen wir
Schneidekram. Bromwitz irgendwie. Für alle Werkzeuge, ne? Das nützt jetzt sowieso nichts, erstmal zu warten und essen. Doch, wird was genutzt, aber wir müssen uns ja sowieso auf. Sowieso beeilen. Ich frage mich, ob ich unser Zuhause in diese Hilfe reinschlagen soll, gerade mal. Ob ich das wirklich machen sollte. Aber das machen ja so viele, ne? Warte mal ehrlich, jetzt scheiß drauf. Oder wo sind wir sonst? Ist das ja aufgegangen, weil es da brennt. Wie geil ist das denn? Also ich bin ja immer noch für Haus im Dschungel, aber das ist ja schon sehr gefährlich, ne? Muss man schon sagen. So, erstmal die Schafe jetzt. Das ist erstmal am wichtigsten jetzt. Ich denke, die Schafe sind... Ich will die eigentlich gar nicht umbringen. Die sind da. Hier waren noch drei. Ist das einer weggelaufen? Ist gar nicht gut. Ich habe zwei Wolle. Ja, da ist das dritte. Das heißt noch einmal... ich sterbe. Bullshit. Warte, ich hole mal ganz kurz das, was hier drin ist. Alter, gut, dass ich das Feuer noch gemerkt habe. Das hätte ich mich total erschrocken. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, da am Ecke waren auch Schafe, oder? Leute, warum habe ich jetzt so viel Schaden, so viel Essen gekriegt? Komm, ein Schaf noch. Ja, komm. Das holen wir uns jetzt erstmal. Und dann brauchen wir irgendwie ein Haus für die Nacht, die bald kommt. Ich weiß auch nicht warum, aber Minecraft wird mir immer so nervös. Vor allem, wenn ich jetzt Hardcore spiele. Ich stehe auf Hardcore. Oh Mann, nicht lustig. Ja, aber es sieht schon irgendwie nicht schlecht aus, ne? So ein Dschungel und so ein Dings ist und kein Ferner von Zivilisation. NPC-Dorf. Aber wo bauen wir uns jetzt unsere erste Hütte rein? Ist die Frage, wollen wir uns die jetzt da am Berg einschlagen? Ich bin eher dagegen. Aber wir sollten uns schnell entscheiden. Ja, komm. Das ist für die eine Nacht. Schnell eine Steinspitzhacke bauen. Steinspitzhacke, du Depp. Eine Schaufel wäre nicht schlecht. Axt haben wir noch. Was fehlt noch? Spitzhacke, Schaufel. Steinschwert können wir es gleich mal machen für die Nacht. Wie viel Leder haben wir jetzt? Drei immer noch. Das ist ja echt famos. So, und jetzt. Ich wollte nur die Steaks. Schnell weg hier. Hab ich noch Kohle? Scheiße, die Kohle ist da drin, ne? Komm, einmal noch. Das heißt, der ist gleich vorbei, ich merke es. Das ist, glaube ich, überlebenswichtig, was ich hier gerade getutet habe. So, das Ding dann weil wegen... mal, falsch rum. Weil wegen Fackeln. So, jetzt bauen wir uns hier erstmal... Nein, das bauen wir uns jetzt hier nicht. Scheiße, bevor gleich ein Monster aus mir sind, brauchen wir schnell ein Bett. Weil Monster sind gleich nervig, ich spüre es. Oh, hier wäre noch mehr cooler gewesen, das ist ja famos. Erstmal schön erleuchten hier. Und jetzt brauchen wir noch einen neuen Crafting Table, aber das weiß, wisst ihr mir, egal wie das ist. Ja, ich hab's erraten, genauso wie ihr gerade denkt. Nämlich ist das so schade, weil ich musste ja einen zweiten Crafting Table machen, das ist ja so scheiße auch noch, ne? Gute Nacht! Das schreibe ich irgendwie immer. Ja, bevor wir hier rausgehen gleich, baue ich jetzt erstmal kurz unsere Hütte aus, indem ich die Kohle abbaue. Ich glaube für ein, zwei Nächte, ich weiß es nicht. Vielleicht können wir ja separat ein Haus bauen und erst einziehen, wenn es fertig ist, damit wir uns wirklich sicher sind. Ich weiß gar nicht, ob das gerade mal so eine schlechte Idee ist oder ob das eine ganz schlechte Idee ist. Ich habe keine Ahnung. Das wird sich noch herausstellen. Auf jeden Fall brauchen wir irgendwie jetzt Eisen. Ganz ehrlich, wir brauchen ganz schön Eisen. Und nicht für Werkzeuge, garantiert nicht für Werkzeuge. Ich will eine Eisenrüstung. Wenn wir Tiers finden, wir sparen erst auf die Rüstung, weil ich will lange dieses Let's Play führen. Und selbst Gronkh ist ja ab und zu mal abgekackt und wenn das so schnell geht, Alter. Ne? Deswegen muss man schön vorsichtig sein. Ich habe Angst, dass da draußen Zombies sind. Wir können die auf einfach spielen. Ja, Schwierigkeit hat. Ich habe Angst, dass da jetzt irgendwie
fucking Creeper kommt. Und dann... Ich hätte mir zuerst ein Schwert machen sollen. Scheiße. Ja. Gut. Alles klar. Ach, ich habe ein Steinschwert. Das ist gut. Dann haben wir jetzt mal den Ofen kurz nochmal hier rein. Den Crafting Table nehmen wir auch nochmal mit. Weiß nicht warum. So, wir müssen das auf jeden Fall noch ausbauen. Dann brauche ich jetzt erstmal eine Tür. Das ist, glaube ich, erstmal ganz famos wichtig und so. Block, brauchst du einen Block? Mann, sind wir sicher hier drin. Das war natürlich 100% Ironie. Ironie. Eisen. Und das Eisen bauen wir nicht jetzt ab, sondern in der nächsten Folge. Würde ich sagen. Aber. Oder wollen wir es jetzt mal abbauen? Scheiß drauf. Egal. Muss ja gucken, wie ich das nachher mache mit den Folgen, aber scheiß drauf.